Natürlich mache ich das. Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir machen heute das Review zu dem NES-Spiel Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Jetzt ist richtig, ne? Die Ritter des Rechts. Wobei ich da häufiger mal die Retter des Rechts gesagt habe, aber ich hab's mittlerweile raus. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern ich habe heute wieder den Selma dabei. Hallo Selma. Hallo Dirk. Ja, ein Disney-Spiel. Ich wollte ja eigentlich DuckTales machen als nächstes, habe dann aber festgestellt, Dachte, du dass ich... wolltest Red Oktober machen. Nein, ich werde nicht Jagd auf Rote Oktober machen. Ja, vielleicht auch noch. Das wird so ein Running Gag, glaube ich. Den machen wir in 5 Folgen noch. Ja. Nee, ich wollte eigentlich tatsächlich DuckTales spielen, habe aber dann festgestellt, dass ich mein Cartridge gar nicht mehr habe. Und dann habe ich nachgeschaut, was denn so Ersatz bei eBay kostet. Habe mich da mal hingesetzt und einen Tee getrunken und dachte mir, nee, dann nimmst du erst was anderes. Das, So teuer? DuckTales 2 knackt, glaube ich, einen der Preisrekorde für NES-Spiele. Das wollte ich aber auch gar nicht. Aber DuckTales 1 ist auch immer noch ausreichend teuer. Okay. Man sehe es mir nach, dass ich da jetzt nicht extra für Review-Zwecke mal eben 50 € rausblasen wollte. Das kann ich verstehen. Vielleicht finde ich es ja auch noch wieder. Irgendwo müsste es eigentlich sein. Ich hatte es ja. Egal, Chip und Chap, oder Chip and Dale, wie es ja im Originalton heißt. Ein Spiel von 1991 von Capcom. Und damit wiederum eines der besseren Spiele, weil Capcom hat ja eigentlich für das NES kaum Schrott produziert. Und das Spiel ist bei uns 1991 erschienen. Ich meine im Original 1990. Es gab wohl da bei der Übersetzung von der US auf die Europa-Version noch ein paar Bugfixes. Habe ich gelesen. Von der Geschichte her, das war das zweite Disney-Spiel, was, oder die zweite Disney-Lizenz, die für das NES verwurstet wurde, nach DuckTales. Und hat ein paar Neuerungen gebracht. Unter anderem, es gab diesmal einen Zwei-Spieler-Koop-Modus, der damals für NES-Spiele nicht selbstverständlich war. Es gab auch noch eine Automatenumsetzung dazu, wo dann auch der Zwei-Spieler-Koop-Modus mit eingebaut war. Die Grafik hatte ich mir angeguckt, sieht auch eigentlich ziemlich genau wie die NES-Version aus. Ist allerdings eine der eher seltenen Varianten, dass, glaube ich, erst die NES-Version da war und davon die Automatenversion abgeleitet wurde. Das wollte ich gerade fragen. Das klingt wirklich andersrum. Fährt von Genau. hinten aufgesattelt. Genau, denn normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass die Automatenversion dann doch die bessere Grafik hat, aber das sieht wirklich sehr identisch aus. Der Produzent des Spiels, er war ein Herr Tokuro Fujiwara und mir sagt der Name jetzt nichts. Peinlicherweise müsste er mir was sagen, denn er war offensichtlich auch für Mega Man 2 verantwortlich und unter anderem auch für Ghosts'n Goblins. Das heißt, man konnte da auf ja, erfahrene Leute zurückgreifen bei der Entwicklung des Spiels. Und was ich auch nicht wusste, tatsächlich ist Chip und Chap das vierthäufigst verkaufte Spiel oder Exemplar für das NES. Davon wurden insgesamt 1,2 Millionen Kopien verkauft. Schlecht. Das ist schon eine Nummer. Komisch. Also, ich hätte es jetzt nicht unter die Top 50 bestverkauften Spiele gezählt. Also, hätte ich jetzt raten müssen. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich fand das damals zwar gut, aber das war auch hier, zumindest soweit ich das mitbekommen habe im damaligen Umfeld, war das nicht so das populäre Spiel. Das ist zwar rausgekommen, aber DuckTales war eigentlich besser und Darkwing Duck war jetzt irgendwie nicht schlechter. Na gut, abgesehen davon, dass da kein Zwei-Spieler-Modus drin war. Aber es war jetzt hier nicht, es war nicht so gehypt, sagen wir mal. Gerade sagen, vielleicht war das Marketing hier einfach aggressiver, weil ich würde jetzt gefühlt auch nicht sagen, dass DuckTales das ja die populärere oder die bekanntere Marke ist, wie Darkwing Duck oder DuckTales, Chip und Chap. Ich weiß nicht. Also DuckTales natürlich klar an erster Stelle und vielleicht dann doch eher Darkwing Duck. Also bei uns war Und Chip und weiß Chap es auch nicht nicht. so. Also von der persönlichen Verbindung her, ich habe das, ich glaube 92, um 92 rum, nie, ich habe das nicht direkt beim Release bekommen. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich es mir gekauft habe oder ob es irgendwie Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk war. Ich weiß nur, ich habe es vorher nicht Probe gespielt in irgendeiner Form. Ich hatte nur Club Nintendo Magazin, sah gut aus. Ich meine, ich kannte damals DuckTales schon und dachte mir danach, komm, kann ja nicht schlimmer sein. Hast du deinen Eltern dann gesagt, was für ein Spiel du haben wolltest? Es gab dann eine Wunschzettel, da hast du zwei, drei draufgeschrieben und eins gab es dann. Da Ah musstest du ja. natürlich wähleweise, weil Ja. Umtausch und sowas war ja damals immer ein bisschen schwieriger noch und da war nichts mit 14 Tage Geld zurück und so. Ja.
Muss man sich gut aussuchen und natürlich ist natürlich auch immer blöd, wenn man dann hinter sich herausstellt, man kriegt es zu Weihnachten geschenkt oder sowas, das Spiel ist total scheiße, Weihnachten ist gelaufen. Hattest du das mal? Nee, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Das waren alles, ich habe gut gewählt. Kanntest du jemanden, bei dem das so war? Ich glaube, beim Nachbarn war es so, da waren ein paar Sachen bei, die waren nicht so toll. Aber, ach Gott. Weihnachten gelaufen. Nur weint in der Ecke, kommt nicht mal über den ersten Level raus am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, kann ich mir frustrierend vorstellen. Ja, wenn ich damals Jagd auf Roter Oktober gekauft hätte wäre das auch passiert. Ja. Ja. Ich fand das damals jedenfalls sehr schön, weil ich habe, oder damals kam ja samstags, glaube ich, kam Disneys Dingens Und Sonntagmorgens. sonntags morgens auch, als irgendwie eine Stunde oder sowas. Da war dann ja damals hier Captain Baloo und Darkwing Duck und halt auch Chip und Chap und DuckTales. Fand ich jedenfalls ganz schön damals, weil ich fand die Serie eigentlich ganz nett. Ich fand auch die Charakterreferenzen, die man dann halt an andere Filme oder so gemacht hat. Ich habe jetzt noch nicht so viele Filme in den Filmen gesehen, aber dann waren halt ein paar schöne Anspielungen bei. Allerdings habe ich das auch erst. Ich habe nicht sonderlich viele Folgen davon gesehen. Ich meine, wir hätten ja auch mal nachgeguckt, wie viele Staffeln es überhaupt gab von Chip und Chap. Ja, das waren nicht so viele, aber es waren irgendwie genauso viele Folgen wie von Darkwing Duck oder so. Ja, also es waren, aus der Erinnerung hätte ich gesagt, es wären viel weniger gewesen. Tatsächlich ist es wohl ungefähr das Gleiche. Ja. Wurde auch, glaube ich, gar nicht so oft wiederholt. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich gar nicht so viel Gelegenheit hatte. Nee. Und ich meine, es kam auch relativ spät erst hier, oder? Ja. Aber wo du das gerade sagst mit den Referenzen, stimmt, das hatten wir ja irgendwie in der Vorbesprechung gesehen, ne? Der eine war Magnum. Ja, genau. Einer mit dem Hawaii-Hemd. Es waren ja Detektive. Der eine war Magnum, der andere war Indiana Jones. Ja, mit dem Hut, genau. Da, Und ist dir das aufgefallen als Kind? Also Mac. bis jetzt, ich bin aus allen Wolken gefallen, als du das vorhin gesagt hast. Irritierenderweise, Magnum ist mir aufgefallen, wobei ich mich immer gefragt habe, warum man dann Dale oder Chap, das war ja der Dösbaddel, der Tollpatsch. Das passte dann irgendwie doch wieder nicht. Obwohl so ein bisschen vielleicht. Indiana Ja. Jones, die Indiana Jones-Referenz habe ich nicht mitbekommen, weil die Filme habe ich ja später gesehen. Wo ich dann die Filme gesehen habe, habe ich aber auch die Verbindung zu Chip und Chap nicht mehr gesehen. Also. Ich weiß nicht, Ja. ob man damit auch das ältere Publikum schon damals abholen wollte. Hat hier nicht so gezündet, glaube ich. Nee. Wo wir gerade beim Aussehen sind. Schöne Überleitung zur Grafik. Weiß nicht, also persönlich, ich fand die Darstellung von den Charakteren fand ich insgesamt schön. Sind ja A-Hörnchen und B-Hörnchen, die sind halt relativ klein und ich finde, dass das Leveldesign und die Figuren, das hat gut gepasst, dass halt die Gegenstände alle sehr groß waren, die Figuren sehr klein und obwohl die halt sehr klein waren, konnte man sie relativ gut unterscheiden. Was so ein bisschen Nachteil ist an der Grafik, wenn man sich das Spiel halt genauer anschaut, es ist relativ texturarm. Natürlich war es auf dem NES schon so, dass das auch so gut wie möglich gepackt wurde und man hatte das auch bei Super Mario damals, dass halt der Boden aus einer Serie von den immer gleichen Blöcken gebaut wurde. Allerdings kam Chip und Chap zu einem Zeitpunkt raus, wo man schon andere Spiele gesehen hat, wo das besser geklappt hat. Und deshalb fiel das hier wieder sehr stark auf, finde ich, dass dann der Hintergrund einfach mal komplett blau war, also Himmel ohne Wolke, dass sehr viele identische Sachen, sehr viele gleichförmige Flächen da waren und dass halt überall, ja gut, dass überall Kisten rumlagen. Damit hat man zwar den Level künstlich gefüllt, aber die hatten ja auch gar nicht mal die Funktion, zumindest nicht in der Menge. Ja, das habe Und ich auch so. genau, also das mit den Hintergründen ist ja auch aufgefallen. Ja, das war insgesamt sehr, sehr, sehr viele Wiederholungen. Das ist mir bei anderen Spielen nicht so aufgefallen. Vielleicht jetzt im Vergleich mit Nemo, Das ist ein da war fieses. es ja wirklich dieser Vergleich, da hast du recht. Damit hätte ich es jetzt auch noch verglichen. Da sieht man dann halt. Gut, ja, das greift auch natürlich auf immer wieder gleiche Texturen zurück, aber das hat es geschafft, das so darzustellen, dass es wirklich einen sehr abwechslungsreichen und nicht eintönigen Levelverlauf ergibt. Es kann so ein bisschen daran liegen, die Eintönigkeit hat in irgendeiner Form auch wieder den Vorteil, wenn man halt mit zwei Spielern spielt, dass es dann übersichtlicher ist. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so gedacht war oder ob das wirklich einfach nur der einfache Teil gemacht wurde. Ich glaube, das ist. Also, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Tom und Jerry, wenn die hintereinander herlaufen, dann wiederholt sich ja auch alles irgendwie immer wieder. Dieses Gefühl kommt irgendwie dabei auf, oder hatte ich zumindest dabei auf. Aber ich muss auch sagen, dass du recht hast, dass die ganzen Figuren halt wirklich niedlich gezeichnet sind und obwohl sie ja sehr klein sind, immer sofort zu erkennen sind. Zumindest die Hauptfiguren konnte ich immer erkennen. Mit den Gegnern konnte ich nicht so viel anfangen. Die,
weiß ich nicht. Kann ich mich nicht mehr so gut dran erinnern oder vielleicht waren die auch gar nicht in der Serie, das weiß ich gar nicht mal. Nee, also ich glaube auch, abgesehen von Alcazone als Endgegner, habe ich da auch nicht wirklich viel wiedererkannt. Ich finde auch mit den Endgegnern hat man sich es auch ein bisschen einfach gemacht, weil das waren dann ja auch wirklich einfach nur ein großer Sprite im Hintergrund und das Angriffsmuster war eigentlich immer das gleiche. Es wurden halt irgendwelche Projektile, Gegenstände geworfen, die dann auch eine sehr einfache Textur hatten, die sich nicht mal gedreht hat oder das war wirklich. Das ist mir auch aufgefallen. Zumal nicht nur das Bewegungsmuster der Feinde immer gleich ist, sondern damit ja auch deins immer gleich ist, weil du hast ja immer nur die eine Waffe. Also in der Hinsicht, weiß nicht, war vielleicht nicht gerade Capcoms A-Material. Nee. Künstlerische Sachen? Ach nee, nicht so richtig. Nee, hätte ich jetzt auch Also nichts. auch das Hochnehmen und Werfen von Gegenständen war jetzt auch nichts Neues. Ja, kommen wir zum Sound. Also bevor wir zur Musik kommen, die Soundeffekte selber waren jetzt nicht so viele. Gab ein paar Sounds, wenn jetzt ein Endgegner halt was geschossen hat, dann gab es so ein Blitzgeräusch, irgendwie sowas. Es waren ja auch meistens Blitze. Das Einsammeln von den Gegenständen, von den Blumen, das fand ich vom Soundeffekt dann ganz nett, obwohl es jetzt auch nichts Dolles war. Und was mir tierisch oft in den Wecker gegangen ist, damals wie heute, das war in den Cutscenes, wenn man dann den Text vorspult. Normalerweise hat man dann ja immer so eine Art Typewriter oder so ein Geratter zum Vorspulen. Das hat man da allerdings irgendwie weggelassen zugunsten eines durchgehenden Tones. Und das war einfach nur so ein Piep. Und da dachte ich auch so, habt ihr bei dem Sample jetzt den Toten die Pause vergessen? Weil wären da Pausen zwischen gewesen, dann wäre das so ein, zumindest so ein bisschen ja, Schreibmaschine oder Ticker, Telefax. Telefax-Ticker gewesen. Aber so war es halt einfach nur Beep. Ja. Fand ich damals schon nervig, fand ich jetzt auch wieder nervig. Ich muss sagen, ich kann mich an den Ton gar nicht mehr richtig erinnern. Also da ist nichts in Erinnerung geblieben. Ja. Und was sagst du zur Musik? Also ich musste mir ja nochmal im Vorhinein das Intro-Theme anhören davon und habe festgestellt, in Deutsch ist es ja echt richtig beschissen. Habe ich mir nochmal die Titelmelodie von dem Spiel angehört und das ist eigentlich ganz gut geworden. Die Musik in den anderen Leveln ist fröhlich. Ist eigentlich eine nette Musik, aber auch ein bisschen wieder oft wiederholend, finde ich. Also, ich glaube, wenn man das im Hintergrund laufen lässt, geht es einem nach der Zeit wirklich auf den Zeiger. Also ich fand auch die Titelmusik selber, die haben sie ganz gut eingefangen. Die wird ja auch zu Anfang und zum Ende dann verwendet. Ich fand auch, dass die Musik in den Leveln zwar für sich genommen nicht schlecht war, aber man hat sich ja nicht die Mühe gemacht, dass man jetzt wirklich für jeden Level einen eigenen Soundtrack gemacht hat, sondern das wiederholt sich immer wieder. Das Einzige, wo sich halt nicht wiederholt oder was nur einmalig vorkommt, ist der letzte Level. Das fand ich vom Hören her eigentlich immer ganz schön, weil man hat halt für die Level zwischendurch ist es egal, was im Hintergrund läuft, aber wenn es zum Ende hingeht, merkt man nochmal, dass es doch jetzt irgendwie wichtiger ist, weil ein neuer Track dazu kommt. Und ich glaube, den fand ich von der Art her, fand ich das auch schön. Das war, fand ich damals ganz gut. Ich fand es auch heute noch von der Atmosphäre her schön passend. Es ist jetzt aber nicht so herausragend. Ist mir, glaube ich, es gefällt mir subjektiv ganz gut, aber ist, glaube ich, kein Highlight des Spiels. Nee, das trifft ziemlich gut, ja. Ja, was waren sonst Highlights des Spiels? Beim Gameplay. Es ist ja ein klassischer Side-Scroller. Das heißt, NES-typisch Jump'n'Run und man muss laufen und springen durch die Level kommen. Es ist so ein bisschen an Mario 2 angelehnt, weil im Gegensatz zu schießen oder auf Gegner draufspringen, muss man hier halt Kisten hochnehmen und auf die Gegner werfen. Oder alternativ, man nimmt die Kiste hoch, versteckt sich drin, wartet, bis der Gegner über einen drüber läuft und hat ihn dann auch abgeworfen. Ja, aber das hat ja mit der Serie eigentlich gar nichts zu tun, ne? Nein. Absolut nichts. Das ist. Ich weiß gar nicht, ob in der Serie irgendwas mit Kisten überhaupt vorkam, aber Mir nicht nee. so bewusst. Ich weiß nur, dass es so einen Pömpelwerfer da gibt mit einem Seil dran. Ja, genau, aber der wurde hier ja nicht verwendet. Nee, schade. Ja, das ist dann halt auch. Man merkt dann so ein bisschen, beim Endgegner mussten sich was einfallen lassen, weil da konnten sie nicht so viele Kisten hinlegen, weil das wären zu viele Sprites für das NES geworden. Deshalb gibt es da nur einen Gegenstand. Und man hätte ja eine von den Metallkisten nehmen können, weil die sind ja mehrfach verwendbar. Die kann man aber nicht werfen, sondern nur vor sich wieder ablegen. Deshalb hat man beim Endgegner nochmal eine rote Kugel erfunden, die man auf den Gegner werfen muss. Was auch ein wenig, also funktional geht es zwar, aber es ist ein wenig uninspiriert, weil warum eine rote Kugel? Ja, zumal es ja auch, ich sag mal, keine Plattformen gibt oder dass der Gegner, der Endgegner jetzt irgendwelche besonderen Manöver macht
Oder dass man halt irgendwo hinspringen musste, um dann den Endgegner, ich denke da jetzt an Mega Man, zu treffen. Ich fand das auch eher. Und schwer waren die ja auch nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Ich habe mir damals bei dem Katzenfisch, da habe ich mir wirklich schwer dran getan, weil der sich halt im Gegensatz zu den anderen schnell bewegt hat. Da war das Muster ein bisschen komplizierter. Aber einerseits, den musste man hier nicht machen, weil der war ja Endgegner von Level, gute Frage, E, glaube ich. Und E musste man überhaupt nicht. Also man konnte ja ein paar Level auslassen, der gehörte dazu. Das heißt, auf den ist man gar nicht zwangsweise getroffen. Und ansonsten musste man sich halt bei den Endgegnern nur ein sehr einfaches Muster merken. Und es gab immer Stellen, wo man nicht getroffen werden konnte. Das ist hinterher bei Alcazone, der ja nur mit der Zigarre die Asche nach dir Abascht. wirft. Abascht, genau. Gibt es halt auch eine Stelle, wo er dich nicht treffen kann. Ist allerdings in der Mitte und nicht am Rand. Und es gibt dann hinterher beim Bürolevel hat man ja zum Schluss so einen Wurm, der in vier Teile zerfällt. Das macht er aber nur in der Mitte und die Teile fallen auch mal an dieselbe Stelle. Und ganz extrem ist es im Casino. Die Katze, die auf dem einarmigen Banditen sitzt, die hat halt so ein Münzwurfmuster, wo du dich auch hinstellen kannst, wo sie dich nicht Muss ich treffen gerade kann. dran denken. Ja, da muss ich gerade dran denken. Und das ist auch wieder eigentlich schlechtes Spieldesign, wenn du halt einen Endgegner baust, wo es eine Stelle gibt, wo er dir nichts kann. Wie gesagt, und wenn du gerade keine Zeit hast, legst gerade einen Controller zur Seite, drücken, gehst was essen, kommst wieder, stehst noch an der gleichen Stelle, es ist nichts passiert. Ne, Ja. weil eine Zeit lief ja auch nicht mit. Also so Ja, gesehen, stimmt. ist vom Gameplay her, ich weiß nicht, nicht so ganz zu Ende gedacht und streckenweise wirklich extrem einfach. Ja, und es gibt halt auch hier keine Progression irgendwie. Du wirst ja nicht besser. Du bekommst ja keine Waffen dazu oder irgendwelche Spezialfähigkeiten oder so. Das Nee, und es wird auch irgendwie, es wird nicht schwieriger. Ich finde, der Schwierigkeitslevel hält sich ziemlich gut, so durch das Spiel durch. Du hast auch gut aufgepasst, du hast nämlich gemerkt, dass es noch einen Hammer als Waffe gab. Ja, stimmt. Der wird nur in einem Level benutzt. Du findest ihn, während wenn du vor einer Mauer stehst, nimmst den Hammer, haust dich durch die Mauer und stellst dir anschließend die Frage, wieso zur Hölle war jetzt diese Mauer und der Hammer da? Genau, das habe ich mich auch gefragt. Nur um Es. durch die Mauer zu kommen und hinterher bist du nicht wieder los. Dann wird es noch schwieriger, weil du ja an die Gegner ran musst, um die zu verprügeln und keine Genau. Kisten mehr werfen kannst. Ich habe herausgefunden, wenn du Select drückst, kannst du ihn wieder wegwerfen. Kannst ihn anschließend wieder Ah, aufnehmen. okay. Es ist vielleicht irgendwie auch spannender, wenn man das zu zweit spielt, weil dann halt einer den Hammer und der andere nicht. Aber allein diese zwangsweise, wir brauchen einen Hammer, was machen wir damit? Wir machen eine Wand kaputt. Es zögert nur das Spiel heraus. Es Ja. ist nicht mal eine anspruchsvolle Aufgabe und du brauchst keinen, gut, wie heute würde man sagen, man braucht keinen Skill dafür. Ja, Die Wand stimmt. läuft ja nicht weg und der Hammer hält ewig. Also, oder er kommt nur einmal im ganzen Spiel vor. Ja. Tja, hat Fandest man. du diese Toasterschalter, die man hoch oder runter machen konnte, waren die neu? Ja, so ein bisschen. Also, es war relativ neu, dass man halt Gegenstände nicht nur auf Gegner werfen muss, sondern auf andere Gegenstände, um halt so eine Schaltfunktion zu machen. Das gab es nicht allzu häufig. Ich bin da damals auch. Muss ich ehrlich sagen, ich habe das nicht als Schalter erkannt und ich habe auch höchstens gedacht, ich müsste da drunter springen. Ich habe nicht sofort gedacht, du musst da Sachen gegenwerfen. Und deshalb dachte ich auch, an manchen Stellen damals fand ich das schwer, weil ich halt nicht wusste, wie ich weiterkomme. Genauso in der Küche mit den Wasserabläufen, wobei ich auch überhaupt nicht verstanden habe, du hast halt einen Wasserkran, da kommt Wasser raus und gleichzeitig kommt es von oben wieder in den Bildschirm rein. Ja. Damit du auch garantiert nicht durchkommst. Dann musst du halt auf den Wasserhahn dreimal drauf springen. Ja, das Ja. wurde einem zwar vorher auf Englisch erklärt, das hat man ja nicht gelesen. Und damit habe ich ehrlich gesagt ziemlich lange dran gehangen. Wenn man es dann weiß, ist es natürlich total billig. Ja, aber ich fand das irgendwie ganz nette Auflockerung. Ja, es hat ein bisschen Puzzleaufwand gehabt, ja. Von der Steuerung her ist es ja auch eigentlich ganz schön gewesen, weil. Es ist hier für ein Jump and Run sehr präzise zu steuern. Aus dem Grund einmal, man kann auch im Sprung noch die Richtung ändern. Das war auch nicht selbstverständlich damals. Und von Mario und Ähnlichen war man das halt gewöhnt, dass man ein Momentum hat und nicht sofort zum Stillstand kommt, sondern so ein bisschen weiterläuft. Und dieses Delay oder dieses Nachlaufen, hat das Spiel hier halt überhaupt nicht. Du springst dahin und bleibst da stehen. Ja. Und das hat so ein bisschen. Mit dem Momentum, das hat ja immer das Gefühl, dass du auch eine etwas gewichtigere Spielfigur hast oder sowas. Und ja gut, das sind halt nur Streifenhörnchen, die können so springen. Ich fand, das passte ganz gut. Ja, kann ich jetzt auch sagen. Wo du es mir erklärst, finde ich, passt ganz gut, ja. Von der Story des Spiels her, war es so, dass einem ja die Anleitung das überhaupt nicht erklärt hat.
Ich dachte ehrlich gesagt noch, das stand in der Anleitung drin, aber ich habe ja beim Auspacken nochmal rein durchgeblättert. Das sind die Gegner. Die Geschichte ist nicht drin, muss einem wohl erklärt werden. Und das hat sich dann so erst beim Spielen wieder ergeben und dann ist es mir auch wieder eingefallen. Es soll also zunächst halt eine unbekannte, entführte Katze gerettet werden, die verschwunden ist. Dann stellt man sehr schnell heraus, dass halt Gadget oder Trixie, wie sie bei uns hieß, entführt wurde. Und die müssen wir dann retten und die finden wir dann auch im Casino, wobei wir finden sie nicht so richtig. Uns wird gesagt, dass sie da ist und am Ende vom Casino steckt sie uns halt in die Rakete. Aber man hat im Verlauf des Spiels nicht das Gefühl, dass sie wirklich im Spiel da ist, weil man sieht sie nie als Figur. Man sieht sie nur in den Cutscenes. Ja, stimmt. Ja, und die letzten drei Level ist dann halt, ja, wir müssen noch Alcazone fangen oder hinter ihm her, obwohl es der eigentliche Ansporn nicht mehr da ist. Ja, und man wird mit einer Rakete hinter ihm hergeschossen. Ja, ich glaube, das war einfach, man musste halt einen Weg finden, um von der einen Landkarte, da passten ja keine neuen Level mehr drauf, man brauchte also eine neue Landkarte. Und Ja, aber es gab doch dieses Wurstflug-UFO-Ding. Ich weiß nicht, wie das hieß. dieser Zeppelin, ja, das stimmt, den habe ich Ja. vermisst. Den habe ich vermisst. Ich habe mich auch, ich weiß noch, ich habe mich Ich auch. damals auch gefragt, warum haben wir jetzt nicht den Zeppelin, warum haben wir eine Rakete? Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Und ist Alcazone so weit weg, dass ich dafür eine Rakete brauche, um durch den Weltraum zu fliegen? Ja, genau. Als du das erste Mal gesehen hast, war das so ein Aha-Effekt? Es war zumindest so, du sitzt in der Rakete, es geht nach oben, so, wow, wo geht's denn jetzt hin? Und oh. Also der Wow-Effekt war halt das nach oben fliegen und dann dachte ich mir, was passiert jetzt? Und dann so, das heißt, sie hat Zum ja. Mond, ja, zur Raumstation, nein. Ja, sie vor allem, die Rakete hat ja nicht mal ge gewendet. Sie hat ja wirklich einfach nur zack hoch und wieder runter. Und ja, das war so ein bisschen desillusionierend. Vor allem, weil du bist ja auch von einer Landkarte, wo du mehrere Wege hattest, wo du ganz viele Level hattest. Du wusstest ja damals auch gar nicht, wie viele Level es insgesamt gibt. Das heißt, du hast jetzt dich da durchgespielt, du hast gedacht, oh, wo geht's denn jetzt hin? Und oh, wie, nur noch drei Level? Das war so ein bisschen, ja, damals schon ein wenig enttäuschend. Tja. Jetzt im Nachhinein spielen hier, das Spiel hätte durchaus länger sein können an der Stelle, ja. Ja, wie viele Level hat es Ich habe nochmal insgesamt? durchgezählt, es sind 11 Level, wobei man drei kann man übrigens auslassen. Eins, Okay. zwei, also es können drei ausgelassen werden, das heißt in 8 Leveln bist du eigentlich durch. Und wenn du dich da beeilst, ich habe es mal jetzt so im Hintergrund versucht, ich schaffe es glaube ich in unter 20 Minuten. Das heißt, die richtigen Profis schaffen es wahrscheinlich in unter 15 Minuten, weil ich da auch trotzdem noch ein paar Mal gestorben bin, weil man wollte dann halt einfach hektisch da durch. Dann klappt es doch nicht alles so gut und ich habe das jetzt auch nicht bis auf die letzte Minute perfektioniert. Ich gehe mal davon aus, wir sprechen länger als 20 Minuten, deshalb für die Zuschauer, das wiederholt sich gleich im Hintergrund oder wiederholt sich vielleicht jetzt auch schon. Ist aber eigentlich, gibt wunderbar mein Spielgefühl von damals wieder, weil ich habe das damals doch relativ häufig gespielt und es war halt auch ein Ansporn dabei, halt schnell da durchzukommen, weil es war eins der wenigen Spiele fürs NES, was man schnell schaffen konnte. Gut, deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine Levelcodes, oder? Nee, gibt's nicht. Ja gut, du konntest ja auch Brauchen die auch nicht. Mario 1 konntest du auch relativ schnell schaffen, wenn du alle Warp-Röhren gefunden hast. Achso, ja, stimmt. Aber da fand ich hier das Spielprinzip halt ein bisschen schöner. Ich fand das auch mit dem Abwerfen oder wenn man dann halt weiß, wo welche Gegner kommen. Konnte man das gut perfektionieren, wie man halt durch den Level durchläuft. Es war teilweise halt ein bisschen fies, weil auch da konnte man das triggern, dass ein Gegner einfach normal kommt, wenn man halt dumm gesprungen ist und man hatte die Möglichkeit genutzt, im Sprung noch schnell die Richtung zu korrigieren. Und dadurch hat man dann halt das Nachspawnen eines Gegners getriggert. Das war ein bisschen blöd. Aber das Problem hatten damals andere Spieler auch. Was weniger andere Spieler hatten, was ich deshalb als Innovation so ein bisschen werten würde, ist halt der simultane Zwei-Spieler-Modus. Und Der simulierte Zwei-Spieler-Modus. ja. Im Gegensatz zu anderen Zwei-Spieler-Spielen, wie zum Beispiel Turtles 2, war es da ja auch so, dass man wirklich mit dem anderen Mitspieler interagieren konnte. Das heißt, wenn der dumm im Weg stand, man hat ihm eine Kiste an den Kopf geworfen, dann war der kurz so dizzy und konnte sich nicht bewegen, was immer eher blöd war, so die Battletoads-Variante, wo man sich dann über den zweiten Mitspieler aufgeregt hat. Aber man konnte zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwelche Sachen einsammeln wollte, konnte man den zweiten Spieler auch hochheben und den konnte man auch werfen. Das Konnte man heißt, damit Gegner abwerfen? nee, das nicht. Ja, also du konntest dem anderen Spieler damit Lebenspunkte abziehen, indem du ihn in einen Gegner geworfen hast. Oh, das klingt gut. Also das war dann eher, ja, die Hast du Turtles 2 Zwei-Spieler-Variante? gespielt? Nee, doch, das heißt, ich habe das mit Annika, glaube ich, mal mit so zwei Spielern gespielt, aber wir fanden es halt, es hat nicht so viel Spaß gemacht, weil wir uns halt die ganze Zeit irgendwie gegenseitig getroffen haben mit den Sachen, die wir geworfen haben. Hm.
Und das wird dann ziemlich schnell nervig. Also, wenn du halt einen Mitspieler hast, der das nicht so gut kann, ärgert man sich darüber, weil man permanent selber abgeworfen wird. Und das funktioniert eigentlich nur dann, wenn man wirklich sehr gut kooperativ spielen möchte und es auch kann. Ja, ich glaube, wenn wir das spielen würden, würde ich dich die ganze Zeit hochheben und die ganze Zeit mit dir in der Hand rumlaufen. Genau, wenn du einen Mitspieler hast, der dich nur trollen will, dann ist es die Hölle. Was ich jetzt insgesamt schön und nicht so schön fand an dem Spiel. Also ich denke, die Vorteile waren definitiv die sehr präzise Steuerung, auch gegenüber anderen Jump'n'Runs auf dem NES. Die Spielatmosphäre von dem Cartoon fand ich auch relativ gut eingefangen, auch wenn jetzt nicht wirklich alle Details, die in dem Spiel vorkommen, wirklich an den Cartoon erinnern. Es war auch nicht so, dass wirklich alle Gegner, ich weiß nicht, ob es alle Gegner wirklich in dem Cartoon auch gab. Was ich aber zum Beispiel lustig fand, war der eine, der eine Zwischengegner, die da halt rumgelaufen sind, Ditz das Chamäleon, was sich halt in dich verwandelt hat, sobald es dich gesehen hat. Als Einspieler ist das noch nicht so lustig, aber mit zwei Spielern war das sehr lustig. Das glaube Vor ich. allem, weil ich, dann hat auch immer einer angefangen, links, so wie der links rechts zu laufen, damit man nicht mehr unterscheiden konnte, wer wer ist. Und du musstest dann erstmal beide abwerfen. Also da hat man ein bisschen Spaß mit gehabt. Das hätte man noch ein bisschen ausbauen können. Was auch schön war für die damalige Zeit, und ich glaube, dafür wurde, hat's auch, gab's irgendwo in den USA noch eine Auszeichnung für. Es war ein sehr kinderfreundliches Spiel. Es kamen keine Waffen drin vor, man musste nur Kisten werfen, also es war ja doch für Kinder gedacht, es war sehr, sehr harmlos. Ja. Ich fand auch die Musik eigentlich relativ gut und stimmig, auch wenn man das jetzt durchaus anders sehen kann. So toll sind die Tracks eigentlich nicht. Ich fand auch nur, also hauptsächlich, ich glaube, in der Fabrik und im letzten Level, die Musik fand ich eigentlich mit am besten. Was nicht so schön war, also der Schwierigkeitslevel. So auch im Nachhinein betrachtet, das war wirklich total simpel. Es gab so ein paar Hänger dazwischen, wenn man halt nicht genau wusste, wie man Schalter schalten kann oder wie man dieses Wasser ausbekommt. Aber ansonsten war es wirklich strunzeinfach, das Spiel. Vorhinein nicht irgendwie was gelesen mit super schwer? Ja, das wurde nicht von allen so gesehen, irgendwie. Aber auch total billige Endgegner. Wie gesagt, es gab ja wieder Positionen, wo du nicht getroffen werden konntest. Und stellenweise hast du Sachen im Level drin, wo du dich wirklich fragst, was tue ich hier gerade? Zum Beispiel in dem einen Level, wo ich über den Stadt, über den, war das der Stadtteich, über so einen Springbrunnen übergesetzt habe, mit einem Boot. Du läufst an eine Mauer, du findest eine Kiste, du läufst über die Kiste, ein Boot erscheint, du springst ins Boot, du fährst rüber. Ja, das sah eindeutig nach Marketing hat gesagt, wir brauchen irgendein tolles Feature. Los, komm, mach mal ein Boot rein. Ja, und wenn wenigstens unterwegs ein Gegner gekommen wäre, hätte ich ja noch eine Herausforderung darin gesehen. Aber nein, du springst wirklich nur in das Boot Der und war ein fährst rüber. Springbrunnen. Ja, der war, glaube ich, nicht mal animiert, oder? Doch, Ja? da hast du noch gesagt, das ist wie bei Mega Man animiert. Ach so, stimmt, hast recht, ja. Ja, stimmt, das war von Bubble Man, der Wasserfall im Hintergrund, den du so toll fandest. Mit so einer Palettenrotation. Ja. Nee, also das war wirklich total simpel. Oder auch, dass du halt an manchen Stellen einfach 1000 Kisten liegen hast, die du nicht brauchst. Oder was ich jetzt auch im Nachhinein festgestellt habe, dass du wirklich in ein Level reingeworfen wirst. Der Level startet, du kannst noch nicht einen Gegner getroffen haben und du findest hier so eine Haselnuss oder so eine Eichel, die dein Leben wieder auffüllt. Warum? Ja. Du kannst ja auch nicht zurücklaufen. Ja. Also das ist wirklich so, Items mit der Punkte Schrotflinte. gibt das auch nicht, Nee, oder? es gibt auch keine Punkte. Ja, Punkte gab es ja sowieso nicht, aber wirklich Items mit der Schrotflinte im Level verteilt ohne Sinn und Verstand. Ja. Ist mir Ich hatte damals. gedacht, also für mich war das so gefühlt so, dass sie die Kisten halt gesetzt haben, um von den Hintergründen halt auch wirklich abzulenken, ne? Ich verstehe es irgendwo noch, dass du halt Kisten sammeln konntest. Du hast sie halt alle aufgenommen, weil da konnten halt auch Blumen hinter sein oder Sterne oder sonst was, dass du mehr Leben bekommst. Aber ich glaube, ich habe das Spiel beendet mit 19 Leben oder sowas, weil ich einfach nur unterwegs. Ich glaube, selbst bei dem Schnelldurchlauf, den ich jetzt gespielt habe, wo ich ein paar Mal gestorben bin, hatte ich am Ende immer noch über 10 Leben. Ja, Weil du okay. mit den Dingern zugeworfen wurdest. Und Ja. es ist auch nicht so, dass die Sachen immer irgendwie random in den Kisten verteilt gewesen wären, sondern das war auch ein festes Muster, wo die hinterlegt waren. Das heißt, du hattest irgendwann raus, wo sind die? Und ich habe jetzt beim erneut Spielen tatsächlich ab und zu mal einen Treffer eingesteckt, dass ich tatsächlich mal wieder Leben auffüllen musste. Das habe ich damals gar nicht so häufig gebraucht, weil, ja gut, sonst verlierst du halt mal ein Leben beim Endgegner. Du hast ja eh Tausende. Ja, ich glaube, es ist aber Absicht gewesen, nicht mit dem Setting und ich glaube, das sollte einfach nur ein lockeres, nettes Spiel sein. Und du sagst ja auch, dass es Spaß gemacht hat, Ja, es hat also. auch. Ich habe damals auch zum Beispiel nicht hinterfragt, wurde auch, glaube ich, im Club Nintendo hier großartig beworben. So, man kann unterschiedliche Sachen werfen, der Apfel ist schwerer, du fängst an zu schwitzen, du kannst nicht so hoch springen.
Fand ich damals eine lustige Mechanik. Und es gab ja auch hier, du konntest ja die Powerflasche finden, dann wurdest du stark genug und konntest dann mit dem Apfel genauso hochspringen wie ohne. Eine lustige Mechanik eigentlich, die aber überhaupt nicht genutzt wird, weil weder macht der Apfel mehr Schaden als eine Kiste, noch brauchst du den für irgendwas. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Abgesehen davon, dass der Apfel ein bisschen größer ist. Schade. So ein bisschen wie das Boot, ne? Man braucht die irgendwie ein Feature. Ja. Also man hätte da, glaube ich, noch einiges rausholen können, aber die Mechaniken waren irgendwie nur so angerissen, aber nicht zu Ende gedacht. War das jetzt schon ein Magazinauszug? Nein, nein, das war es noch nicht. Das können wir uns jetzt ja mal Klang aber so ein anschauen. bisschen so. Ja, als hätte ich es damals geschrieben, Ja. ne? Nee, das können wir jetzt uns mal anschauen. Du hattest was gefunden von... Gott, wo kommt das denn her? Aus der ASM 592. 592, Crockett and ja. Tubbs. In Disneyland. Siehst du, die haben auch eine Filmanlehnung gefunden, aber stimmt, das kann man auch drin sehen mit dem Hawaii-Hemd und dem Hut, Ja, ne? ja. Mein Gott, ist das passend. Ja, sie treiben noch in der ARD ihr Unwesen. Also 1992 lief das dann wohl gerade in ARD. Hier wird Also Trick. insgesamt hat es ja relativ viele Punkte gekriegt, ne? 9 von 12 für ASM ist gar nicht schlecht. Guck mal, die waren auch total davon überrascht, dass die Rakete gen Himmel abhebt, um nochmal drei Level zu öffnen. Ja. Ja, es ist gut weggekommen. Ja, als Kommentar, Chippendale Rescue Rangers weiß nicht nur jüngeren Generationen zu gefallen. Ja. Wo ich es gerade sehe, ich fand das mit dem Hintergrund, mit dem diesem Spielwarenladen, wo dann die, wie heißt es hier, die Teddybären da in dieser Box drin sitzen. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil halt durch diese weißen Streifen so Transparenzeffekt von diesem Boxfenster gemacht wurde. Von dem Glas, Das ja. fand ich schön. Oder auch das hier bei dem Barhocker oder sowas, dass man durch die Textur versucht hat, halt das auch dreidimensional so als Rundung darzustellen. Also in manchen Details war das echt schön gemacht, aber insgesamt auch ein bisschen halt repetitiv und eher leer. Ja, Schade eigentlich. richtig. Ja. Was hatte ich noch rausgefunden? RetroNintendoReviews.com. This licensed game is actually good. Also, das hat 8,5 von 10 Punkten erhalten und ist wohl auch gut bewertet worden. Wir wissen allerdings zum Beispiel auch nicht, der erste Endgegner, der Besenbaum, was soll das sein? Ja, stimmt, das habe ich mich auch gefragt. Es schreiben allerdings auch hier Fat Cat, also Alcazone is being painfully easy to execute. Also, die haben den Schwierigkeitsgrad auch nicht gefunden. Nee. Schreiben auch, dass ein paar NES-Aussetzer drin sind, wenn zu viele Sprites halt auf dem Bildschirm sind. Das hatte ich auch in manchen Leveln, wo dann gerade schneller bewegte Gegner reinkommen. Da wackelt das ein bisschen. Ist jetzt allerdings auch kein besonders negativ hervorzuhebender Punkt, weil das hatten halt viele Spiele damals. Die Musik finden sie noch ganz gut und meinen, dass das auch gerade ein Spielwert hat für ein NES-Disney-Spiel. Possibly rivals Aladdin for the NES Super Nintendo as the best Disney Game. Also die sind da sehr überzeugt von. Oh ja. Wobei ich da DuckTales noch irgendwie besser finde. Auf jeden Fall. Also Darkwing Duck oder das hier, da kann man drüber streiten. Weil Darkwing Duck zwar auch vom Spielprinzip, da sind ja eigentlich ähnliche Kritikpunkte. Das ist auch relativ kurz, es ist nicht Ja. sonderlich schwer. Es spielt sich auch ähnlich. Aber der DuckTales, finde ich, hat da nochmal die Nase vorne. Ist zwar auch nicht sonderlich lang, aber es hat halt hervorragende Sound-Samples dabei. Es hat sehr schönes Level-Design. Ich spiel das auch nochmal. Tja, und manche andere, ich weiß nicht, so ein paar Reviews, ich habe es jetzt auch nicht mehr verlinkt, aber ein paar hatten wir ja gefunden, die das Spiel schwer fanden. Ich weiß auch nicht mehr, aber ja, ich meine, mit Schwierigkeit ist das so eine Sache, ne? Also ich fände es wahrscheinlich auch schwer, keine Ahnung, wenn ich es gespielt hätte, im Gegensatz zu dir. Weiß ich nicht. Also es sieht auf jeden Fall viel leichter aus wie andere Spiele, die du gespielt hast. Ja. Tja, die Kindheitserinnerungen. So ein bisschen schwieriger hatte ich es dann doch in Erinnerung. Ich weiß zwar, dass ich das damals dann auch relativ. Ich habe es halt gerne gespielt, weil man schnell durchkam. Hat halt. Damals war ja immer die Spielzeit begrenzt, deshalb hat man sich dann irgendwie Sachen gesucht, wo man auch schnelle Erfolgserlebnisse hatte. Und so gesehen war es damals schon relativ einfach, weil man hatte halt schnelle Erfolgserlebnisse, aber ich meine, ich hätte damals eine etwas steilere Lernkurve da drin gehabt. Ja, glaube ich. Also wenn Vor allen man. Dingen mit den Wasser und mit den Schaltern. Also wenn man es erstmal raus hat, geht's. Ich weiß, ich habe damals im letzten Level habe ich wirklich, den fand ich wirklich schwieriger, weil man dann ja auch timen musste, wie man über diese Äxte drüber springt und weil diese Förderbänder dann doch ziemlich anspruchsvoller waren, weil die waren sehr schnell. Jetzt so beim Nachspielen fand ich den letzten Level nicht ganz so schwer. Aber das liegt auch daran, dass ich es halt so oft gespielt habe, glaube ich.
wenn man sich nicht genau merken kann, wann was kommt. Und die meisten Gegner laufen ja auch ziemlich schnell rein und schießen auch schnell. Und man hat, darf ja auch nur dreimal getroffen werden. Ist es doch schon zum Ende hin ein bisschen schwieriger. Und wer das heute noch spielen sollte? Nun ja, wem DuckTales zu schwer ist. Also ich finde es persönlich ein bisschen schwerer, weil man halt ein bisschen mehr Daumenakrobatik braucht, um Dagobert Duck mit dem Sprungstock zu bedienen. Da ist das hier, finde ich, ein bisschen einfacher und eingängiger. Und wer der Meinung ist, dass Darkwing Duck doch ein bisschen zu viel Mega Man mit anderem Skin ist, auch wenn das jetzt vom selben Produzenten kommt, finde ich, erkennt man das Mega Man-Spielprinzip nicht sofort in diesem Spiel wieder. Nee, das stimmt. Man sieht zwar, es ist Capcom und die Steuerung ist halt auch irgendwo ähnlich, aber es ist noch eigenständig genug. Ja, würde ich auch sagen. Also ich denke mal, wer ein schönes Disney-Spiel sucht oder wer vielleicht auch ein Spiel für seine Kinder sucht. Also wer es nicht selber spielen möchte, sondern halt den Nachwuchs schon mal ein wenig an die Konsole gewöhnen möchte. Ich denke, da ist das auch ein Das ist recht. da ist das schöner Start für, weil es ist auch ein schönes harmloses Spiel und man schmeißt ja nur Kisten auf die Gegner. Ja. Ich glaube, ich will ein guter Einstieg. Nicht ganz so schwer. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kinder von heute, Chip und Chap noch? Wahrscheinlich auch eher nicht, ne? Da muss man wahrscheinlich erst die DVD-Box kaufen. Ja. Okay, also das braucht vielleicht auch eine etwas längere Vorbereitung. Aber wenn es jemand geschafft hat, freuen wir uns auch über eine Rückmeldung. Sehr. Tja, also ich wäre von meiner Seite aus durch. Ich auch. Wunderbar, haben wir wieder ein Review geschafft. Ich muss mal schauen, was jetzt noch auf dem Zettel steht, außer Jagd auf Roter Oktober. Oh, Nein, ich mache nimm es. mir die Pointe. Nein, ich mache erst was anderes. Ich weiß aber noch nicht was. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.